Und zwischenzeitlich muss man sagen, jetzt ist unsere Wirtschaft schon so weit geschädigt, dass man fast annehmen muss, die Regierung kann jetzt, die Experten müssen jetzt recht haben, die Regierung kann nicht mehr zurück. Wenn sie jetzt zugeben würde, dass sie völlig übertrieben hat, dann wäre sie völlig unglaubwürdig. Und deswegen muss mit aller Gewalt an dieser Geschichte festgehalten werden. Deswegen muss es richtig sein, was getan wurde. Und deswegen wird das jetzt auch mit aller Vehemenz durchgesetzt. Obwohl, man muss sich doch mal entscheiden. Also entweder Maskenpflicht. Und wenn dann alle geschützt sind durch die Maske, wozu dann überhaupt noch ein Shutdown? Wir werden also zu Hause eingesperrt und müssen eine Maske tragen. Was für ein Wahnsinn, was für ein Blödsinn ist das? Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ob die Corona-Krise eine Gesundheitskatastrophe ist oder ob sie eine Wirtschaftskatastrophe ist, das werden wir wahrscheinlich erst aus den Geschichtsbüchern erfahren. Eines hat sich jedoch ganz klar und deutlich gezeigt, dass die Experten, auf die wir uns eigentlich verlassen müssen, dass die Aussagen der Experten allesamt immer falsch waren. Man muss sich einfach nur nochmal daran erinnern. Zunächst einmal wurde gesagt, uns vor 8 Wochen wurde uns gesagt, Masken bringen nichts, Masken schützen nicht. Und jetzt seit einer Woche haben wir eine Maskenpflicht in ganz Deutschland. Also schützen sie anscheinend doch. Oder dann wurde davor gewarnt, Schulen und Kitas zu schließen, das wäre schlecht und unnötig und würde nichts bringen. Kurz darauf, 1-2 Wochen später, wurden alle Kitas und Schulen geschlossen und wir befinden uns jetzt schon in der 6. Woche der Schul- und Kitaschließungen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dann wurde uns gesagt, Grenzschließungen bringen nichts. Grenzschließungen bringen nichts. 2-3 Tage später wurden die Grenzen geschlossen. Mit einer ganz besonders kuriosen Situation, dass jeder, der offiziell und mit offiziellen Dokumenten, also mit einem Reisepass, an die Grenze kommt, der wird dort abgewiesen, während wenn jemand ohne Pass an die Grenze kommt und das Zauberwort Asyl verwendet, darf er trotzdem ungehindert das Land betreten. Was für ein Wahnsinn in unserem Land. Dann wurde uns gesagt, der Kollaps des Gesundheitssystems steht unmittelbar bevor. Also ich kann Ihnen sagen, ich war vor ungefähr einer Woche selbst im Krankenhaus in einer anderen Angelegenheit und ich kam da in der Notfallaufnahme an und sofort haben sich vier Mitarbeiter förmlich um mich gerissen. Der eine hat mir die Temperatur an der Hand gemessen, der eine hat mir ins Ohr geschaut, der andere hat mir irgendwelche Fragen gestellt. Was der vierte gemacht hat, weiß ich gar nicht mehr. Jedenfalls war so, die waren Gott froh, dass endlich mal ein Patient kam. Also es war wirklich gespenstisch in diesem Krankenhaus und so ist es ja deutschlandweit. Zwischenzeitlich gibt es sogar in den Krankenhäusern Kurzarbeit und was auch immer. Und dies ist ja wirklich eine Riesenkatastrophe. Also auch kein Kollaps des Gesundheitssystems, bei weitem nicht. Geradezu geplante Untersuchungen sind verschoben worden. Patienten müssen ewig warten. Also auch wieder falsche Experteneinschätzung. Dann hat das RKI am Anfang gesagt, davor gewarnt, Obduktionen auf keinen Fall. Corona-Tote obduzieren, viel zu gefährlich, Ansteckungsgefahr zu groß. Jetzt obduziert man trotzdem und stellt fest, dass viele von diesen angeblichen Corona-Toten zwar mit Corona, aber eben nicht an Corona gestorben sind. Und was man auch noch sagen muss, zwischenzeitlich ist die Situation ja so, dass dieser Shutdown, dieser völlig unkontrollierte Shutdown, der in dieser Form nicht nötig gewesen wäre, wenn die Regierung von Anfang an richtig gehandelt hätte, wenn sie den Pandemieplan von 2012 des Robert-Koch-Institutes umgesetzt hätte, genügend Masken und Schutzausrüstungen beschafft hätte, ein zentrales Überwachungssystem für diese Krankenhäuser, für diese Krankheiten, für diese Pandemie geschaffen hätte. Hat sie alles nicht gemacht. Dann hat sie noch Ende Februar tonnenweise Masken und Schutzausrüstungen in alle Welt, nach China, Jordanien, Südafrika verschenkt. In Deutschland waren diese Gegenstände dann nicht mehr verfügbar. Was für ein Wahnsinn, was für eine Regierung. Und zwischenzeitlich muss man sagen, jetzt ist unsere Wirtschaft schon so weit geschädigt, dass man fast annehmen muss, die Regierung kann jetzt, die Experten müssen jetzt recht haben, die Regierung kann nicht mehr zurück, wenn sie jetzt zugeben würde, dass sie völlig übertrieben hat,
dann wäre sie völlig unglaubwürdig und deswegen muss mit aller Gewalt an dieser Geschichte festgehalten werden. Deswegen muss es richtig sein, was getan wurde und deswegen wird das jetzt auch mit aller Vehemenz durchgesetzt. Obwohl, man muss sich doch mal entscheiden, also entweder Maskenpflicht. Und wenn dann alle geschützt sind durch die Maske, wozu dann überhaupt noch ein Shutdown? Wir werden also zu Hause eingesperrt und müssen eine Maske tragen. Was für ein Wahnsinn, was für ein Blödsinn ist das, meine sehr geehrten Damen und Herren. Also entweder Maskenpflicht oder Shutdown, aber bestimmt nicht beides in Kombination. Aber daran sieht man die völlige Planlosigkeit der Regierung. Und jetzt ist vor wenigen Tagen ein Papier rausgekommen der CDU-CSU-Fraktion und der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag, in dem es um eine Impfpflicht geht. Jetzt sollen wir verpflichtend geimpft werden. Natürlich steht in dem Papier nicht Impfpflicht drin. Es wird ganz einfach anders genannt. Man muss es ganz einfach sagen, Impfpflicht durch die Hintertür. Ganz einfach funktioniert es so. Sie müssen in Zukunft nachweisen, per Immunitätsnachweis oder ärztlichem Attest, dass Sie geimpft sind. Sonst, wenn Sie das nicht tun, dürfen Sie Ihre Grundrechte nicht ungeschränkt ausüben. Dann wären Ihre Grundrechte eingeschränkt und Sie sind nur noch Bürger zweiter Klasse. Also faktisch ist das eine Impfpflicht, wenn Sie weiterhin alle Freiheitsrechte unseres Grundgesetzes genießen wollen. Und das kann auf gar keinen Fall sein. Und es ist nicht so unwahrscheinlich, wenn wir einfach mal schauen, wer alles für so eine Impfpflicht ist. Beispielsweise die CDU-Spitzenkandidatin Eisenmann in Baden-Württemberg, die will Ministerpräsidentin in Baden-Württemberg werden. Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion in Baden-Württemberg, Rainer Hinderer, für eine Impfpflicht. Bayerns Ministerpräsident Söder, Markus Söder, ist für eine Impfpflicht. Und auch Grünen-Chef Robert Habeck. Also kreuz und quer, alle etablierten Parteien sind im Prinzip für diese Impfpflicht, für diesen Zwang. Und dann muss man sich mal natürlich sagen, was bringt denn überhaupt eine Impfung gegen Corona? Zunächst einmal wird es sehr, sehr lange dauern, bis dieser Impfstoff überhaupt zur Verfügung steht. In der Regel geht man bei einem gesicherten Impfstoff von mehreren Jahren Entwicklungszeit aus. Und wir wissen ja gerade, dass die Eigenart des Coronaviruses ist, dass er ständig mutiert, dass er sich ständig verändert, um sich weiter fortpflanzen zu können. Das ist genau die Situation. Also man impft sich dann in 18 Monaten, wird man per Zwangsimpfung verpflichtet, sich gegen Corona zu impfen. Zwischenzeitlich ist aber der Virus etliche Male mutiert und die Impfung bringt überhaupt gar nichts. Das ist doch die Situation. Außerdem sind bei diesen typischen Grippeimpfstoffen, deswegen ist es ja auch so schwierig, sich gegen Grippe zu impfen, weil man dann zwar gegen die eine Grippe immun ist, aber eben gegen die mutierte Version dann schon nicht mehr eventuell. Das ist die Situation, die wir haben. Und dann ist natürlich aufgrund der Kürze der Entwicklungszeiten sind die Nebenwirkungen auch viel, viel größer, meine sehr geehrten Damen und Herren. Also etwas völlig Unsinniges. Wir sollten nochmal schauen auf das Modell in Taiwan. In Taiwan hat man konsequent von Anfang an gehandelt, die Menschen geschützt, flächendeckende Tests durchgeführt, die infizierten Personen sofort in Quarantäne zum Schutz gebracht, dass man die Bevölkerung geschützt ist. Dann sind diese Menschen gesundet und sie konnten wieder raus. Und für den Rest der Bevölkerung konnte das Leben relativ uneingeschränkt bis auf eine Maskenpflicht in gewissen Bereichen weitergehen. Die Wirtschaft läuft weiter, die Grundrechte sind nicht eingeschränkt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich sage Ihnen ganz klar und deutlich, mit uns, mit der AfD-Bundestagsfraktion wird es diese Einschränkung dieser Grundrechte nicht geben. Wir werden uns konsequent gegen eine Impfpflicht wehren. Wir werden dafür sorgen, wir werden dafür kämpfen, dass die Rechte des Grundgesetzes erhalten bleiben, dass das Grundgesetz nicht weiter durch diese Bundesregierung ausgehöhlt wird. Das ist unser Auftrag, dafür kämpfen wir und dafür bitten wir auch Sie um Ihre Unterstützung. Wir versprechen Ihnen, wir sind die Stimme des Grundgesetzes im Deutschen Bundestag.